Warte mal. Ey, Digga, Junge. Wir sind einfach mitten auf der Straße. Wir hängen hier irgendwo in Luxemburg fest. Wir werden niemals rauskommen, während wir immer in Luxemburg bleiben. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade in meinem Auto. Und heute seht ihr sehr coole Dinge. Falls euch Vlogs gefallen, lasst ein Like da. Ich mach's jetzt zum ersten Mal. Let it go. So, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Ja? Guck den jungen Herrn mal an hier. Mit dir, mit seinem Pyjama. Kannst du auch irgendwas sagen oder so? Was willst du denn? Was soll ich denn sagen? Perfekt. So, wir sind jetzt hier gestrandet. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Wir sind hier gestrandet. Der Herr ist da drinnen. In seiner naturellen Umgebung. Natürlich wie immer auf dem Beifahrersitz. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir lassen den Herrn jetzt mal fahren. Hier ist freie Zone. Also hier wird nichts passieren. Dann wird er zum ersten Mal Auto fahren. Der Herr, kommen Sie mal raus. Ich hab jetzt schon erklärt. Ja, was soll ich erklären? Ich weiß nicht, ob du davon begeistert bist oder nicht. Aber du musst das jetzt machen fürs Video. Wir werden jetzt Plätze tauschen und alles gucken, ob du hier kurz 5 Meter rollen kannst. Ob du es überhaupt schaffst, 5 Meter nach vorne zu kommen. Ey, Digga, wo du sagst, ich habe genau heute Car-Simulator 2017 gezockt. Also ich glaube, ich kann das, Digga. Ich schwör's dir, in der Schule. Ich weiß nicht, Bruder. Willst du jetzt hier machen? Ja, deswegen bin ich extra hierher gefahren. Oh, Digga. Und da jetzt genau parkt da einer. Das ist doch nicht schlimm. Okay. Okay, der weiß ja nicht, dass du einen Führerschein hast. Ach so. Aber wird er jetzt herausfinden. Ach du Scheiße, das ist so ungewohnt, Digga. Warte mal. Oh. Alter. Ey, du hast mich gekriegt. Ey, das ist. Ey, das ist komisch. Das ist ungewohnt, Digga. Aber was sind jetzt die ersten Schritte? Das musst du mir sagen. Ja? Das habe ich beim Simulator nicht kennengelernt. So, weißt du überhaupt, was links, was in der Mitte und was rechts ist? Nein. Nein. Nee. Ich glaube, ich saß einmal im Leben am Fahrersitz, wo ich ein kleines ganz Kind war. Links ist die Kupplung. Ja. In der Mitte ist Bremse, also und rechts fühlen. Ist Gas. Nochmal. Ja, die Kupplung ist hart. Ja? Scheiße. Das Gas, man. Ja? Das ist ganz rechts, oder wie? Das Gas ist ganz rechts. Und in der Mitte ist Bremse. Ja, du musst jetzt die Kupplung gedrückt halten, um den Motor anzumachen. Yeah? Ich hab Angst, Bruder, ey. Ich will dein Auto nicht schrotten, ne? Also. Nein, weißt du nicht. Okay, ich hab's auch so angefangen. Ja? Hä, wie muss ich das? Du musst die Kupplung gedrückt halten. Ist die so hart? Ja, du musst ganz durch mit der Kupplung. Nein, Bruder. Und die Bremse dabei drücken. Oder nee, brauchst du nicht, ich hab die Handbremse angezogen. Warte, das muss ich mir erstmal näher anschauen da unten. Erstmal inspizieren. Do you remember? Was gibt's hier alles? So. Jawohl. Was muss ich denn hier alles betätigen eigentlich? Ja, du musst jetzt die Kupplung durchdrücken. Ja? Ja. Das geht auch der Motor nicht an. Okay. Ist komplett durchgedrückt. Komplett? Ja. Yeah. Ja. Bremse musst du eigentlich auch betätigen, aber ich habe die Handbremse drin. Deswegen musst du das okay, nicht machen. Okay. So, und dann einmal das hier komplett durchziehen. Ja? Yeah? Ja. Und nicht von der Kupplung jetzt. Nein. Warum? So, jetzt bitte die Bremse betätigen. Nein, der kommt Leute, ey. Blöd. Ich kann jetzt nicht losfahren. Nein, wir machen das. So, jetzt musst du die Bremse. Hä? Die Bremse. Was? So, jetzt drück auf die Bremse. Hä? Auf die Bremse auch gehen. Komplett. Ja. So, jetzt musst du das hier runter machen. Ja. So, und jetzt lässt du die Kupplung kommen. Ganz langsam. Langsam? Ja. Langsam von der Kupplung weg. Ja? Ja? Ganz langsam. Und schon abgewirkt, Digga. Ach du Scheiße. Digga, was ist das für eine Technik? Ich hab doch gesagt, du kommst keinen Meter weit. Das ist kein Need for Speed, Digga. Ich hab gesagt, du kommst keinen Meter weit, Junge. Scheiße. Drück durch wieder. Ja.
Bremse. So, jetzt nochmal probieren. Ganz langsam kommen lassen, oder? Ja, ganz langsam die Kupplung. Du musst den Schleifpunkt spüren. Hä? Womit du fahren kannst. Ja, die Bremse musst du loslassen. Ja? Ja, und jetzt die Kupplung. Kommen lassen, ganz langsam. Ja. Ey, Digga, Junge! Oh, Mann! Perfekt, daraus ist nichts geworden. Hier, ich hab für dich geblinkt, Bruder. Daraus ist nichts geworden. Fuck. Aber du bist einen Meter gekommen. Ja. Perfekt. Ey Leute, es kann nicht besser laufen. Mein ganzes Trinken. Mein ganzes Trinken ist verschüttet im Auto. In dieser scheiß Spezi. Und wir sind hier einfach. Bruder, wir sind einfach mitten auf der Straße. Wir haben hier angehalten, weil alles ausgeschüttet ist. So und, wir haben noch einen Plan vor uns. Wir haben noch einen Plan. Wir erzählen das später an der Raststätte in einer ruhigen Minute. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Und frag dich, warum ich hier Thema an meinem Auto habe. Was soll der Scheiß? Wo sind wir jetzt? Gut und günstig. Zieker Grenzmarkt sind wir. Wir haben es geschafft, Jungs. 10 Minuten vor Ladenschluss. Ja. Es sind 2 Stunden vergangen. Das war die schnellste Reise, die wir hatten, glaube ich. Ja. So, Leute. Wir sind jetzt angekommen. Kann ich kurz schildern, ja? Ja, machen Sie das. Also, wir hängen hier irgendwo in Luxemburg fest, weil wir kein Internet hier haben. Und wir sind irgendwo in Luxemburg. Und wir finden den Weg nicht zurück. Es sind locker 20 Kilometer. Kein bis Navi. Bis zur Grenze von Deutschland. Boah, wir werden hier noch bis morgen, werden wir noch in Luxemburg chillen. Wir haben fast 23 Uhr. Und ich schätze so 3 Uhr zu Hause oder so. Safe. Ja, Ausblick, alles schön und gut. Okay. Aber was ist das hier? Fuck. Wasser billig. Weiß ich nicht. Muss das? Ey, das muss echt nicht, ne? Wir werden hier niemals rauskommen. Wir werden für immer in Luxemburg bleiben. Okay, wir versuchen unser Glück. Ja. Ihr werdet dann erfahren, wenn wir ankommen. So, wir haben jetzt wie viel Uhr? Fast 1 Uhr? Ne, wir haben 1 Uhr. Oder? Wir haben schon über 1 Uhr. Ankunftszeit ist fast 2 Uhr, 20 vor 2 oder so. Ja. Wie ist Ihre momentane Lage? Ich bin ein gebrochener Hund. Ich bin müde. Ich bleibe nur bis 18 Uhr wach. So, wir sind hier auf der. Wir machen die letzte Raststättenpause jetzt. Und dann geht's up home, oder? Was sagen Sie? Wir haben minus 2 Grad. Was soll ich sagen? Wir sind hier am Start. Auto hat auch keinen Bock mehr. Sprit auch keinen Bock mehr. Sagen, das war das Ende von der Luxemburg-Tour. Super.